Residenz und wir haben uns erstmal was zu essen geholt. Schmeck. Wir haben 1 Euro dafür bezahlt. 1 Euro. Für zwei Büchse Reis, 1 Euro quasi umgerechnet. Das sind unsere Bags, die zwei Taschen, die Tasche da unten. Alles am Start. Ich hab mir extra so ein Ding dahin gestellt. Extra ein Föhn, ein Ventilator, weil wegen Hitze. Und ja, so weit, so gut. Jetzt warten wir mal, bis wir auf unser Zimmer können. Hallo Leute, wir sind gerade hier in Thailand, in unserem Hotel und es ist total schön. Es ist halt mega heiß und schwül, aber wir sind ein bisschen braun geworden, beide, für unsere Verhältnisse. Wir sind jetzt gerade im Hotelzimmer hier und den Rest müssen wir euch eigentlich nicht zeigen, es ist ein ganz normales Hotelzimmer. Nichts ja. Besonderes. Wir sind hier die Tage eigentlich meistens nur an den Strand hier in der Nähe vom Hotel gegangen. Also da haben wir auch nicht jedes Mal die Kamera mitgenommen, weil erstens wäre es immer das gleiche und zweitens wollten wir nicht das Risiko eingehen, eben die Kamera, dass sie geklaut wird, wenn wir beide im Meer schwimmen sind. Aber und sind die Wellen stürzen. Leute, die Wellen, die sind echt schön hier. Aber wir haben die Kamera auf jeden Fall mitgenommen zum Freedom Beach. Und die Einblicke bekommt ihr jetzt. Oh, halt mich fest, halt mich fest. Ich kann mit den Schlappen hier nicht gehen. Mach mal nicht. Wie kannst du hier so locker gehen? Dann sind wir auf dem Motorroller sind wir hingefahren natürlich, ausgeliehen und zurückgefahren mit dem Motorroller. Komm, ich zeig dir erstmal wie. Es war auch echt cool. Also Motorroller fahren macht hier echt Spaß, aber man muss ultra aufpassen. Die fahren ja echt alle wie die Irren. Und sonst ist es ja hier Linksverkehr, also es war eine kleine Umstellung, aber jetzt nicht so ultra krass. Also in Neuseeland erwartet es uns ja eh, dass wir links fahren müssen. Und Leute, ich sag euch, die Früchte hier, man kriegt die immer in so einer Plastiktüte. Umweltverschmutzer. Wir haben jetzt hier Ananas. Noch mehr Plastiktüten. Junge. Ananas und Melone. Ich habe eine Frau hier gefunden, die schneidet mir auch das auch immer alles. Auf jeden Fall kann die Frau besser Ananas schneiden als du, ne? Wir haben gekauft 1 Ananas. Und jetzt schauen wir Kim dabei zu, wie man so eine Ananas schneidet. Ich habe gehört. Okay, ich muss jetzt erstmal hier das so runterschneiden. Ich habe gehört, du bist Profi. Schon ein bisschen. Ja. Sieht ja schon mal gut aus. So hat die das auch immer gemacht. Ist vom Meister gelernt. Ja. Die ist die allersüßeste und die schneidet uns immer die ganze Melone. Die schneidet uns. Richtig nice. Das Trauerspiel war schön. Ja. Ne?
Ja. Ne? Ja. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Yay, yeah, das erste Video schon 1000 Klicks. Spannung, Spaß auf dem Ausflug.